So, Leute, liebes Internet, neben mir sitzt Kevin Kühnert und nicht nur ich habe sehr viele Fragen an dich, Kevin, sondern auch unser Publikum, das Dix-Team und unsere Community bei Instagram. Und genau dafür haben wir unsere Online-Rubrik. Erste Frage, Kevin, kommt aus meinem Team, da habe ich immer persönlich ein bisschen Angst. Was ist das Schönste und was das Schrecklichste am Leben in einer WG? Oh weh. Das kommt ja sehr auf die WG an. In unserem Fall, keinen Putzplan zu haben, ist das Schönste und das Schrecklichste zugleich wahrscheinlich fürs WG-Leben, ja. Wohnst du immer noch in der WG? Ja, tatsächlich. Aber mittlerweile eigentlich eher, weil ich immer noch nichts gefunden habe. Trotz. Kannst du da nicht für sorgen? Ein bisschen mehr bezahlbaren Wohnraum und so weiter. Ja, ist ja mein Thema im Bundestag. Also der Mietrechtsteil zumindest ist mein Themenbereich. Also du ziehst so lange nicht aus der WG aus, bis das durch ist. Bis das durch ist, genau. Hab bis ich jetzt gesagt. Die FDP den Weg frei macht dafür. Mhm. All right. Grüße an die Jungs, kann noch ein bisschen dauern. Von Instagram fragt Sandera Newman, nutzt du eher Dienstwagen oder ÖPNV? Beides. In Berlin eigentlich fast immer ÖPNV, weil es einfach am schnellsten tatsächlich geht. Aber wenn ich so im Land unterwegs bin, auf Strecken, die nicht ICE-Strecken direkt sind, dann auch mit Dienstwagen. Ja. Allerdings. Und in Berlin funktioniert das, ja? Wir in Köln haben so. Keine Ahnung von funktionierenden Öffis. Deswegen. Nein, ist ja nicht alles optimal bei uns, aber der öffentliche Nahverkehr ist schon ziemlich verkehrt, gut in Berlin. Das stimmt schon. Doch. Wieder eine Frage vom Team. Was ist deine Lieblingsvorabendserie? Von denen, die noch laufen, oder? Bist du etwa Experte? Ja, aber ich höre da so eine Fachnachfrage. Absolut. Warte mal, was ist denn Vorabendserie? Ist das sowas wie das ist nicht, also Verbotene Liebe? Ja, genau, das ist eine Vorabendserie. Ah, ja. Ne? Also nachmittags ist ja Telenovela immer, so Rote Rosen und sowas. Na klar. Da ist dann noch keine Vorabendserie. Ja. Es gibt fachkundiges Publikum, sehr gut. Und genau, Verbotene Liebe war eine Vorabendserie. Hm. Marienhof, auch sehr, ja, sehr gut. Klar. GZSZ unter uns. Ja, da, okay, kenne ich. Und halt In aller Freundschaft auch. In aller Freundschaft, sehr, ja, beliebt. Sehr das beliebt. Du, und was ist die beste jetzt? In aller Freundschaft ist schon, die jungen Ärzte allerdings, ist schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Okay. Ja. Machen wir Abfrage, wer das noch guckt? Kannst du gerne machen. Ja, guckt es noch jemand? Guck mal, richtig, wie süß. Eine Person, aber auch richtig enthusiastisch. Ja. Ich. Das ist die zweite junge Zuschauerin dieser Serie. Das freut auch die Programmredaktion. Absolut. Ja, aber du, jeder braucht mal was am Tag, um einmal das Gehirn auszuknipsen, ne? Eskapismus, absolut. Absolut. Ja. Wieder aus dem Team. Welches Fußballstadion ist das Schönste für dich? Und jetzt Vorsicht bei der Antwort. Es ist schwierig. Ich bin... Warst du schon in allen oder was? Nein, in allen wäre schön. Also ich sammle Stadionbesuche tatsächlich und habe echt einige hundert über die Jahre gesammelt. Und unter dem, was ich besucht habe, würde ich sagen, das Mestalla in Valencia ist relativ weit vorne mit dabei. Ja. Und in Deutschland? Nee, ich will das jetzt nicht hören. Also es geht ja jetzt nicht nur um baulich schön. Vielleicht geht es gar nicht um baulich schön, sondern... So vom. Ja, es Wovon gibt ja, bist du denn Fan? Ja, also, das kann doch nicht jeder wissen. Okay. Erst FC Köln natürlich. Ja. Das ist immer die Verzweiflung, ja! Gut. Ist das schon Abstiegskampf oder noch nicht? Wer weiß es nicht. Nein, wir haben natürlich auch ein sehr schönes Stadion, aber ich mag auch andere Stadien. Ja. Ich mag zum Beispiel auch das Dortmunder Stadion und so. Ja, also, das mag ich nicht. Nee. Magst du nicht? Nee, das hat aber vielleicht auch mit dem Verein ein bisschen zu tun. Wegen dem, ach ja. So. Nee. Ich hab eine Dauerkarte in der zweiten Liga bei Arminia Bielefeld. Oh. Ja. Das ist... Oh, geil, das sind die Kölner alle. Oh. Zweite Liga, da, ja, langes Zeh. Ich kann immer auf jemanden runterschauen. Ja. Süß. Vom Team, stimmt es, dass du früher mal Physiotherapeut werden wolltest? Ja, tatsächlich. What happened? Offensichtlich was anderes. Entweder war das so ein entweder ich werde Physiotherapeut oder Politiker. Irgendwas mit P, Leute. Ich zieh's durch. Genau, das war, ja,
Das war die Geschichte. Aber gerade, das ist ja ein sehr, also das ist ja ein abstrakter, da musst du ja schon... Nein, das ist ja so, das sind ja in der Kindheit immer so anekdotische Sachen. Und ich habe irgendwie, meine Mutter hat irgendeine Nackenverspannung und dann habe ich sie massiert. Und das fand sie anscheinend ganz gelungen. Und dann dachte ich, klasse, wenn die das super findet, dann so ein Masseur klang viel zu billig. Und dann hatte ich irgendwo aufgeschnappt, so Physiotherapeut kann noch ein paar Sachen mehr. Also klingt nach Arzt. Werde ich jetzt Physiotherapeut dann. Naja. Süß. Das ist aber eine süße Geschichte. Ja. Aus dem Publikum möchte jemand wissen, welches Karaoke-Lied würdest du Olaf Scholz empfehlen? Oh Gott. Der Arme, irgendwas der singt mit nicht so viel Text auf jeden Fall. Oh. Ich weiß eins. Perfektes Lied mit wenig Text. Mit wenig Text, aber schon Text. Sierra, Tequila! Ja, die Vorstellung, dass er das performt, das ist, oder Macarena oder so. Kannst du den nicht dazu bringen? Macarena hat mega viel Text. Obacht! Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist jetzt die letzte Frage, Kevin. Sie kommt von Instagram. Okay. Wer ist der bessere Ich denke, es heißt, wer ist der bessere Feminist? Merz oder Söder? Naja gut, jetzt, man könnte natürlich sagen, durch sein grandioses Versagen und seine Selbstüberschätzung hat Friedrich Merz seinerzeit dafür gesorgt, dass Deutschland eine erste Bundeskanzlerin bekommen hat. Also ein ungewollter Akt von Feminismus sozusagen absolut in einen Tag gelegt hat. Ja. Und das war er auch schon immer, ja, sagt er ja. Gut. Ich glaube, er hat irgendwann mal in einem Interview auf die Frage, ob er Feminist ist, gesagt, ja, ne, also er hat ja auch eine Frau und Töchter. Ich liebe diese Antwort, das ist ja wirklich das Geilste. Ja, genau. Nee, dann komm, willkommen im Club. Ja. So, das war auch schon die letzte Frage. Wie schade. Lieber Kevin, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche dann mit Ruth Moschner. Bis dann. Das Video ist schon vorbei, ist aber gar nicht so schlimm. Ihr könnt einfach hier das nächste Video anschauen, hier unseren Kanal abonnieren oder ihr macht was ganz Verrücktes und geht hier in die ARD-Mediathek für ganze Folgen und vieles mehr.